Meine Damen und Herren, in der Reihe Heidelberger Physiker erinnern sich, darf ich Ihnen heute einen Physiker vorstellen, nämlich den Kollegen Krämer, den man beim Lesen der Titel seiner Veröffentlichung gar nicht ohne weiteres als Physiker erkennen würde. Das klingt alles sehr nach Biologie, aber er ist ein echter Physiker, der sein Diplom in München an der Universität gemacht hat und dann aber sehr früh schon in seiner Doktorarbeit in die Biophysik übergewechselt ist. Als Biophysiker kam er dann 1982 nach diversen Zwischenstationen, als Postdoc und so weiter, kam er dann an das Institut für angewandte Physik und erregte da gleich, ich erinnere mich aus meiner damaligen ersten Heidelberger Zeit sehr gut daran, erregte beträchtliches Aufsehen. Das war damals die große Zeit der beginnenden Gentechnologie. Und irgendwie war die Rede davon, dass der Kollege Krämer mit fluoreszenzspektroskopischen Methoden Gene voneinander serienmäßig trennen konnte. Und diese Untersuchung komplexer Moleküle mit Fluoreszenzmethoden, das ist eigentlich dann immer sein Arbeitsgebiet geblieben. Und daraus wurden dann, aus dieser Beobachtung von Fluoreszenz, komplexer Moleküle, wurden dann raffinierte Verfahren der Mikroskopie, Verfahren, die heute unter der Überschrift Mikroskopie jenseits des AB-Limits laufen und ja immer noch viele aufsehenerregende Fortschritte heute bieten. Er war dann bis 2011 am Institut für angewandte Physik in dieser Aufgabe tätig, wurde dann emeritiert und da trat dann das ein, was einmal mein Kollege Seitzer in Erlangen so ausdrückte: Wenn jemand in seiner aktiven Zeit etwas Gescheites gemacht hat, dann kommen auch anschließend noch interessante Aufgaben auf ihn zu. Seit 2011 leitet er eine Arbeitsgruppe in Mainz an der Universität dort mit dem Titel Lichtoptische Nanoskopie, und zwar am Institut für Molecular Biology dort. Diese Aufgabe muss Ihnen doch sehr zusagen, Herr Krämer, denn in diesem Titel ist eigentlich alles inbegriffen, was in Ihrem wissenschaftlichen Oeuvre eine Rolle spielt. Da ist die Rede von Licht und Optik und Nano und Mikroskopie und das Ganze im Dienste der Molecular Biology. Und an diesem Thema sind Sie auch heute noch mit großem Engagement tätig und werden uns über diese Entwicklung bis heute sicher jetzt berichten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für die Einladung, heute Ihnen über meine Forschungsaktivitäten berichten zu dürfen. Es geht um Möglichkeiten der angewandten Optik und Photophysik, die Nanostruktur des menschlichen Zellkerns erforschen zu können. Kurz einige biografische Notizen. Ich habe Physik studiert, in Biophysik und Genetik promoviert, mich in der medizinischen Fakultät für allgemeine Humangenetik und experimentelle Zytogenetik habilitiert, hat mir eine Postdoc-Zeit 1983 bis 1983 am Lawrence Livermore National Laboratory verbracht. Seit 1983 bin ich Professor hier an der Universität Heidelberg, anfangs Institut für angewandte Physik, später Kirchhoff-Institut für Physik. Ich habe den Forschungsbereich angewandte Optik und Informationsverarbeitung seit dieser Zeit geleitet, Emeritierung 2009. 10 Jahre lang habe ich mich auch sehr in der Universität, in der Mitverwaltung engagiert, als Mitglied des Senats der Universität vor allem. Gut. Derzeitige Aktivitäten von mir: Ich bin weiterhin Mitglied des erweiterten Direktoriums des IBR, Leiter der Kooperationseinheit Biophysik der Genomstruktur am IPMB, sowie vor allem Leiter der Arbeitsgruppe Super Resolution Mikroskopie am Institut für Molekularbiologie der Universität Mainz, wo ich auch seit 2013 Honorarprofessor der Physik bin. Außerdem bin ich Research Associate am Max-Planck-Institut für Chemie und versuche auch
die von mir entwickelten superauflösenden Mikroskopiemethoden zu einer allgemeineren Anwendung zu bringen. Kurz möchte ich hier eingehen und danken den vielen Alumni und Associates meines Forschungsbereichs angewandte Optik und Informationsverarbeitung, die mir über die Jahre in der einen oder anderen Funktion meine Arbeiten unterstützt oder mehr oder weniger sie auch wirklich selbstständig vorangebracht haben. Viele der früheren Associates und Alumni haben heute herausgehobene akademische Positionen, zum Beispiel eine ganze Reihe von Professoren. Hier, das ist aber nur der erste Teil der Liste. Hier ist der zweite Teil der Liste von Krieger bis Zuse. Peter Zuse ist der jüngste Sohn von Konrad Zuse gewesen, einem Freund meines Vaters. Insgesamt waren es 240 Alumni oder Associates, die in der einen oder anderen Weise zum Forschungsbereich angewandte Optik und Informationsverarbeitung in diesen Jahren beigetragen haben. Es kamen insgesamt etwa 290 Publikationen dabei heraus, seit der Emeritierung ungefähr 60 neue Publikationen, 50 Patente, derzeit ungefähr 12.000 Zitierungen und so weiter. Also insgesamt ein ganz vorzeigbares Ergebnis, was die Publikationen angeht. Ich möchte an dieser Stelle auch sehr danken den vielen Förderern, angefangen mit meinem Vater Hubert Krämer, und hier möchte ich insbesondere erwähnen Werner Heisenberg, der mich dazu verleitet hat, in der Hauptsache Physik zu studieren. Dann möchte ich auch sehr danken den Förderern wie DFG, BMBF, EU und so weiter, die meine Forschung in dieser Zeit mit insgesamt vielen Millionen Mark bzw. Euro unterstützt haben. Nun, jetzt kommen wir zum Thema. Lebende Organismen bilden einen Kosmos von extrem komplexen Nanostrukturen. Und Erwin Schrödinger hat sich bereits 1940 darüber Gedanken gemacht, wie man diese Vorgänge näher verstehen soll. Das sind seine Gedanken. Er hat 1940 ein kleines Buch veröffentlicht, hier in Deutsch, Was ist Leben? Die lebende Zelle mit den Augen des Physikers betrachtet. Und da hat er eine ganz kühne Hypothese aufgestellt, nämlich dass das Erbgut im Zellkern der Zellen gespeichert ist in aperiodischen festen Kristallen. Das war damals eine ganz gewagte These. Hier zur näheren Erläuterung. Eine Zelle, hier ist der Zellkern und die Erbinformation ist im Zellkern in den Chromosomen gespeichert. Und wie schon gesagt, Erwin Schrödinger stellte 1940 die Hypothese auf, die Chromosommoleküle sind aperiodische feste Körper. Watson und Crick, die auch von dieser Schrift sehr beeinflusst waren, haben 1953 die Lösung gefunden. Die DNA der Chromosommoleküle sind tatsächlich aperiodische feste Körper. Das heißt, die DNA ist eine lineare Kette mit fest verbundenem Phosphatzuckerrückgrat und einer aperiodischen Abfolge der Base. Damit ist man dem Geheimnis des Lebens schon einen ganzen Schritt weitergekommen. Die nächste Frage war nun, wie ist diese in der DNA und den mit ihr assoziierten Proteinen gespeicherte Erbinformation im Zellkern verteilt? Und viele Jahrzehnte lang war der Zellkern einfach ein Behälter für DNA und Proteine. Die Konsequenz davon war, dass die außerordentlich komplexe Regelung der etwa 2 mal 25.000 Gene in einer menschlichen Zelle
ausschließlich über biochemische Reagenzglasmechanismen erfolgt. Und wenn das war, wäre so, dann bräuchte man überhaupt keine Struktur, dann sollte man ausschließlich Biochemie machen. Aber diese These wurde dann von einigen Revoluzern auch, in Frage gestellt, denn wie soll das gehen, dass man in einem Reagenzglas diese unglaubliche Komplexität der Reaktionen und der Regulation hinbekommt, ohne räumliche Randbedingungen? Und das hat zwei Studenten damals, Thomas Krämer, der Medizinstudent, und Christoph Krämer, bewegt Ende der 60er Jahre. Und die stellten die Frage, gibt es im Säugerzellkern eine Ordnung der Chromosomen? Gibt es Möglichkeiten, eine solche Ordnung, falls Existenz, mit laseroptischen Verfahren zu erkennen? Das war die Idee. Und damals galt das also ziemlich verrückt. Und dazu haben wir uns so kleine Modelle ausgedacht, nämlich grundsätzliche Ordnungsprinzipien. Das eine grundsätzliche Ordnungsprinzip wären, die verschiedenen Chromosomen bilden im Zellkern Chromosomenterritorien. Das bedeutet, sie bilden distinkte Gebiete, wo das einhüllende Volumen wesentlich kleiner ist als das Gesamtkernvolumen. Und das war die Idee. Das andere Modell, was damals allgemein benutzt wurde, war die nicht-territoriale Organisation. Das heißt, die verschiedenen Chromosomenstränge liegen darum wie Spaghetti ohne irgendeine erkennbare Ordnung. Das Problem bei der Sache war nun, dass mit den damals verfügbaren konventionellen Färbemethoden eine Entscheidung zwischen der territorialen und der nicht-territorialen Organisation nicht möglich war. Beide sehen gleich aus. Wir hatten damals die verrückte Idee, wir machen das mit Laserlicht. Und zwar nehmen wir fokussiertes Laserlicht und machen eine laseroptische Markierung von nur einem kleinen Teil des Zellkerns, hier in Rot angedeutet. Und das sollte dann dazu führen, dass in der nachfolgenden Teilungsphase auf den dann sichtbaren Teilungschromosomen im Falle der territorialen Organisation die Markierung nur auf wenigen Chromosomen erfolgen sollte, während im Falle des Spaghetti-Modells die Markierung auf vielen Chromosomen sichtbar werden sollte. Jetzt war die große Frage, wie kann man das realisieren? Das allererste, was man brauchte, war ein ultravioletter Laser-Mikrostrahl, der eine Fokussierung im Absorptionsmaximum der DNA bewirkte, also bei 260 Nanometer. Und wir haben das weltweit erste Mikrobestrahlungssystem gebaut, das die Induktion von Veränderungen im Absorptionsmaximum von kleinen Teilen der Zellkern-DNA zuließ. Hier ist ein Schema der Apparatur. Wir hatten hier einen Gaslaser, Argon-Ionen-Laser, der dann dessen 514er Nanometer-Linie Frequenz verdoppelt wurde und dann hier durch eine Quarzoptik in die Objektebene hineinfokussiert worden. Es gab viele technische Schwierigkeiten, zum Beispiel, dass wir erstmal die gesamten Strahlengang hier in Quarzoptik auslegen mussten. Da gab es damals wenig. Aber hier weiter, was kam heraus? Hier ein Objektmikrometer, der experimentell realisierte Fokusdurchmesser war damals etwas weniger als 400 Nanometer. Das war zwar noch nicht die halbe Wellenlänge, die theoretisch möglich sein sollte, aber es war klein genug für unsere Zwecke. Und hier sehen Sie ein Beispiel, was man mit diesem Lasermikrostrahl machen kann. Das sind Veränderungen im Kern einer lebenden Zelle von Zellen des chinesischen Hamsters. Hier ist noch nichts zu sehen. Jetzt sehen Sie hier mit dem Pfeil eine kleine Läsion, eine zweite kleine Läsion und eine dritte kleine Läsion. Also es ist möglich, kleine Teile des Zellkerns zu verändern. Um eine lange Story kurz zu machen, wir konnten beobachten, dass wenn wir das taten, in den nachfolgenden
Zellteilungsphase der Schaden, den wir induziert hatten, auf wenige Chromosomen beschränkt war. Also die Markierung erfolgte nur auf wenigen Chromosomen und die Konsequenz davon war, die grundsätzliche Aufbau in den Zellkernen von Säugerzellen ist in Chromosomenterritorien und das bedeutet, die Organisation des Zellkerns ist wesentlich komplexer als bislang mit dieser Spaghetti-Theorie angenommen. Bevor ich auf diesem Gebiet weitermache, eine weitere Anwendung des Freiburger Laser-UV-Mikrostrahlsystems in der Embryonalentwicklung von Drosophila. Das ist ein wichtiges Modellinsekt und diese Arbeit in einem führenden Journal ist hier mit einer damaligen jungen wissenschaftlichen Assistentin von der Zoologie namens Christiane Nüßlein-Vollhardt. Und ein Jahr später publizierte sie mit Erik Wieschaus eine weitere Arbeit in Nature damals und das erste Zitat in dieser Nature-Arbeit ist wieder unsere gemeinsame Arbeit, das heißt, das bildete eine methodische Grundlage für die weiteren Arbeiten und Christiane Nüßlein-Vollhardt und Erik Wieschaus erhielten für diese Arbeit 1995 den Nobelpreis für Medizin, weil es ein wichtiger Fortschritt auf dem Gebiet der Embryonalforschung war. Aber zurück zum Thema des Zellkerns. Die Laser-UV-Mikrobestrahlung war zwar sehr nett, aber extrem aufwendig. Und es wäre doch sehr wünschenswert, wenn man diese Chromosomen Territorien ganz direkt darstellen könnte. Und das wurde möglich durch molekulare Markierungsverfahren, die vor allen Dingen von Thomas Kremer während seines Aufenthalts an der Yale University entwickelt wurden, und zwar mit Hilfe chromosomenspezifischer DNA-Bibliotheken. Die musste man erst mal haben und das war möglich als Methode durch vorangehende laseraktivierte Chromosomensortierung. Das war ein Hauptgeschäft von mir am Lawrence Livermore National Laboratory gewesen. Gut, mit diesen Methoden gelang es also, eine direkte Sichtbarmachung einzelner Chromosomenterritorien im Zellkern durchzuführen und sogar noch mehr. In diesem Falle ist hier in einem Lymphozytenkern ist in grün der lange Arm des Chromosoms Nummer 1 dargestellt und in rot der kurze Arm. Man kann also jetzt sogar die Substruktur solcher Chromosomenterritorien sich ansehen. Aber auch da, die Methoden sind inzwischen in Tausenden von Labors verwendet, aber es gab ein Problem. Konventionelle Mikroskopieaufnahmen sind normalerweise zweidimensional, die Zelle ist aber unglücklicherweise dreidimensional. Was kann man da tun? Und auch dazu hatten wir uns was überlegt. Die Lösung war die Entwicklung eines hochauflösenden dreidimensionalen Lichtmikroskops für dreidimensionale Analyse. Und da haben wir eine erste konzeptuelle Arbeit bereits 1978 publiziert in einem mikroskopischen Fachjournal. Hier ist der Design, er stützt sich auf unsere Erfahrungen mit dem Laser-UV-Mikrostrahl. Auch hier wird das Laserlicht fokussiert und man tastet mit ihm Punkt für Punkt das Objekt in 3D ab, regt die Fluoreszenz punktweise an und misst dann die Fluoreszenz auch punktweise mit Hilfe eines Punktdetektors. Und vor dem Punktdetektor nahmen wir an, ein kleines Pinhole, um das Licht oberhalb und unterhalb der Fokusebene zu eliminieren. Diese Methode ist heute bekannt unter dem Namen konfokale Laserscanning-Fluoreszenzmikroskopie. Und wir hatten das Glück, den ersten Vorschlag zu machen, der auch technisch detailliert war zu diesem Problem. Und natürlich haben wir uns sehr gefreut, dass diese
Publikation als Arbeit Nummer 1 zur Auflösungsverbesserung in der Rechtfertigung des Nobelpreises 2014 an Erik Betzig, Stefan Hell und William Mörner zitiert wurde. Aber wieder zurück zu unserem Zellkern. Diese Chromosomen-Painting-Methoden, diese sogenannten, kann man jetzt verwenden mit Hilfe dieser Konfokalmikroskopie, um die dreidimensionale Anordnung im Zellkern festzustellen. Zum Beispiel genarme Chromosomen 18 in Rot sind am Rand und genreiche 19 sind in der Mitte. Das haben wir natürlich alles auch quantitativ rauf und runter analysiert. Das Ergebnis ist, diese Anordnung ist in diesen Zelltyp bereits seit mindestens 50 Millionen Jahren bei unseren Vorfahren die gleiche geblieben, also vermutlich von Bedeutung. Nun, man kann jetzt das weitertreiben, man kann jetzt Chromosomen-Painting auch von kleinen Abschnitten der Chromosomen machen. Hier ein Beispiel, hier von aktiven Sequenzen in grün und inaktiven Genregionen in rot. Auch hier sieht man eine deutliche Verteilung und das sieht im Konfokalmikroskop ja auch sehr gut aus. Aber das ist die räumliche Organisation einzelner Gendomänen. Da wird die Sache schon schwieriger. Nehmen wir mal hier ein numerisches Modell einer solchen Gen-Nanostruktur im Zellkern aus einer Kollaboration mit der Arbeitsgruppe von Dieter Hermann. Hier sieht man also die einzelnen Nukleosomen, hier die DNA dazwischen. Die Skala ist 30 Nanometer. Es wird Sie nicht überraschen, dass mit konventioneller Lichtmikroskopie man da überhaupt nichts mehr sieht, höchstens die Pixelverteilung. Das ist der Stand bei einer optischen Auflösung von 200 Nanometer und da glaubten ja auch die Experten, da könnte man nicht viel dran machen. Ungefähr 100 Jahre lang haben wir alle gelernt, dass Abbe eine fundamentale Grenze der Naturwissenschaft gefunden hat und dass die, ich zitiere, die Unterscheidungsgrenze doch niemals über den Betrag der halben Wellenlänge des blauen Lichts um ein nennenswertes hinausgehen wird. Aber 1873 und das sind ungefähr 200 Nanometer. Also da kann man nichts machen. Das Gleiche ergab sich auch in Fluoreszenzmikroskopie nach der Theorie von Lord Rayleigh 1896. Da hat man für jedes einzelne fluoreszierende Punkt-Target hat man ein Beugungsscheibchen und wenn die zu nahe kommen, dann kann man sie eben nicht mehr voneinander trennen. Und hier kommt praktisch dieselbe Formel raus wie bei Abbe. Also nichts zu machen, grundsätzlich nichts zu machen. Aber wie Sie ja alle wissen, ist dieses Problem seit einigen Jahren gelöst worden und dies zeigt meine gegenwärtige Sammlung von superauflösenden Lichtmikroskopen. Wir haben ein sogenanntes 4P-Mikroskop, wir haben in der Core Facility STET-Mikroskop und andere Mikroskope und die ganzen anderen superauflösenden Mikroskope haben wir selbst konzipiert und gebaut. Und im Folgenden will ich vor allen Dingen auf diese verschiedenen Methoden eingehen. Das erste für Lichtmikroskopie jenseits des Abbe-Limits war die fokussierte Nanoskopie und die erste Idee dazu war die sogenannte 4P-Mikroskopie. Das Prinzip dabei war die Auflösungsverbesserung durch Abtasten des Objekts mit einem fokussierten Laserstrahl, so wie mit der Konfokalmikroskopie, aber diesmal mit einem Fokusdurchmesser kleiner als klassisch möglich. Klassisch bedeutet nur mit einer Linse. Wie sollte das gehen? Die Idee war, dass wir Laserlicht, konstruktive Interferenz von allen Seiten verwenden in einem sogenannten 4P-Raumwinkel und dann das eben dann geeignet dann detektieren. Und da spekulierten wir, sollte es doch möglich sein, den Fokusdurchmesser wesentlich kleiner zu machen als mit einer Linse nur. Das ist unser erstes Modell, ausgeführt in Marmor und
Wir dachten uns, man könnte eine konstruktive Interferenz mit Hilfe von 4P-Beleuchtung mit einem polyedrischen Arrangement von individuellen Ebenen Punkthologrammen realisieren. War eine schöne Idee, ist bis zum heutigen Tage nicht realisiert worden, aber eine andere Sache wurde realisiert, nämlich 1992 kam ein gerade frisch bei Professor Hunklinger, promovierter Wissenschaftler, zu mir und hatte die Idee, so ein 4P-Mikroskop mit zwei gegenläufigen hochnumerischen Objektivlinsen zu realisieren. Bei dieser Anordnung war zwar der Raumwinkel nicht 4π, sondern nur etwa 2,5π, aber das sollte ausreichen, um die Auflösung wenigstens in Richtung der optischen Achse drastisch zu verbessern. Und dieses Gerät wurde dann auch am EMBL damals im Labor von Ernst Stelzer realisiert. Hier sieht man die experimentelle Realisierung des ersten 3D-superauflösenden Lichtmikroskops. Hier das Schema, das erste mit dem Helium-Neon-Laser, der wird aufgespalten. Hier haben wir die beiden gegenläufigen Objektive. Die Probe ist hier dazwischen und in diesem Falle das Streulicht wird mit einem Fotomultiplier aufgenommen. Und die axiale Halbwertsbreite des Hauptmaximums war ziemlich gut, etwa 75 Nanometer. Aber um das zu einer wirklichen Auflösung zu entwickeln mit Fluoreszenz, war es notwendig, zu dieser Zeit auf eine Zwei-Photonen-Mikroskopie weiterzugehen. Dieses Gerät wurde erstmals in Turku realisiert, wo Stefan Hell dann war. Und hier ergab sich eine axiale Halbwertsbreite, also Fokusdurchmesser von etwa 140 Nanometer, entsprechend zu ungefähr einem Sechstel der Anregungswellenlänge bei 2-Photonen-Anregung. Das war das erste superauflösende Lichtmikroskop, wo man wirklich auch mit Fluoreszenz Superauflösung wenigstens in einer Richtung machen konnte. Aber wie kann man die optische Auflösung weiter verbessern? Das heißt, wie kann man Punktquellen mit einem Abstand kleiner als 100 Nanometer noch getrennt voneinander detektieren? Hier sehen Sie das Problem. Das ist eine Punktbildfunktion von so einem 2-Photonen-4P-Mikroskop axial, Halbwertsbreite ungefähr 100 Nanometer. Und das hat uns beiden, Stefan Hell und mir, viel Kopfzerbrechen gemacht. Und Stefan Hell hatte im September 1993 dazu eine absolut geniale Idee. Nutze induzierte Farbänderungen zur optischen Isolation durch Depletion des angeregten Zustandes durch Stimulated Emission. Und das war die Idee und das wurde in einem zusammen mit einem Doktoranden des Physikalisch-Chemischen Instituts hier in Heidelberg von Professor Wolfram 1994 publiziert, diese Idee. Und es hat mich sehr gefreut, dass ich die experimentelle Realisierung dieser Idee in der einen oder anderen Weise unterstützen konnte. Hier eine dieser Arbeiten von 1999 und wie bekannt ist, wurde für diese Dinge, für das Konzeption und die sehr erfolgreiche Realisierung, dann auch in den späteren Jahren 2014 der Nobelpreis an Stefan Hell verliehen, was uns alle natürlich sehr gefreut hat. Nun aber weiter. Ist STET die einzige Lösung? Man könnte sich auch noch weitere Lösungen vorstellen. Und eine zweite Lösung wäre, nutze verschiedene spektrale Signaturen zur optischen Isolation. Heute allgemein als Lokalisationsmikroskopie bezeichnet. Wenn wir zurückgehen auf die Fluoreszenz, hier haben wir wieder den berühmten Airy-Disk und das Maximum der Intensitätsverteilung gibt, wie bereits Lord Rayleigh 1895 in einer Fußnote bemerkte,
gibt die Position der Punktquelle für Lambda gleich 0 an, also für die Strahlengeometrie. Und das heißt ins pure Deutsch übersetzt, abgesehen von optischen Aberrationen, kann man die Position einer Punktlichtquelle im Prinzip beliebig genau feststellen. Gut. Aber wie kann man das jetzt nun verwenden zur Auflösungssteigerung? Und hier ein erstes Memo vom 7. Dezember 1993 von mir. Auflösungssteigerung durch Mehrfarbenmarkierung. Beispiel Zellkern mit Chromosomendomäne und zwei fluoreszierenden Targets A und B. A soll grün fluoreszieren, B soll rot fluoreszieren und so weiter. Ich will jetzt nicht durch das ganze Memo durchgehen. Ich will nur die Schlussbehauptung darstellen. Also lässt sich die Distanz D auch auf plus minus 10 Nanometer genau bestimmen. Und zwar auch dann, wenn wie in dieser Annahme hier der Abstand zwischen den beiden Targets kleiner gleich 80 Nanometer oder sehr viel kleiner als Lambda halbe ist. 10 Nanometer Lokalisationsgenauigkeit würden eine optische Auflösung von ungefähr einem 20stel der Wellenlänge bedeuten. Das war also die Grundidee. Dann habe ich etwas dummerweise 3 Jahre gewartet, bis ich die Sache etwas ausgeführter zu Papier brachte. Und 1996 haben wir dann eine Patentanmeldung gemacht mit der Weiterentwicklung zu einem allgemeinen Konzept der Auflösungsverbesserung durch Lokalisationsmikroskopie bei Fluoreszenz im 300 Kelvin und im fernfeldmikroskopischen Bereich. Das wurde dann schön ausgeführt, rauf und runter, wie man das macht. Ein verwandtes Konzept wurde allerdings ein paar Monate vorher für den 4-Kelvin-Bereich und bei kryogener Fluoreszenzspektroskopie in Verbindung mit Nahfeldmikroskopie von Erik Betzig publiziert. Das hat unser Patent nicht besonders gestört. Wir haben sofort weltweite Patentschutz bekommen, was zeigte, dass die Idee doch etwas unterschiedlich war von den 4 Kelvin und Nahfeld. Vor allen Dingen lag sie darin, dass die Anwendungsmöglichkeiten sehr viel ausgedehnter waren. Nun, hier ein Schema, wie das funktionieren sollte, von einem alten Slide. Nehmen wir mal an, wir haben 3 Moleküle im Abstand von 50 Nanometer, die wir mit sichtbarem Licht, deren Lage wir bestimmen wollten. Wenn wir nur eine spektrale Signatur nehmen, dann haben wir natürlich nur ein Aeridisk. Dies sind also echte numerische Simulationen. Wenn wir aber die mit 3 verschiedenen spektralen Signaturen markieren, zum Beispiel mit Grün, Rot, Blau, nur der Einfachheit halber, und wir filtern dann durch geeignete Filter das Rote und das Grüne und das Rote und das Blaue getrennt voneinander, dann können wir gemäß Lord Rayleigh natürlich den Mittelpunkt bestimmen. Und dieser Mittelpunkt, der gibt uns die Position der Moleküle gemäß der Strahlengeometrie. Und hier rechts, wenn wir alle diese Positionen dann in eine gemeinsame Lokalisationskarte eintragen, dann sehen wir, das ist ein Dreieck in diesem Falle mit Seitenabständen von 50 Nanometer. Also sollte die Sache also tatsächlich so funktionieren. Jetzt ist die Hauptfrage, wie realisieren wir diese verschiedenen spektralen Signaturen? Und eine erste Lösung war, dass verschiedene Moleküle durch verschiedene permanente Signaturen unterschieden werden, das heißt photostabile Farbstoffe, zum Beispiel verschiedene Absorption, verschiedene Emission, Lebensdauer und so weiter. Und das haben wir auch experimentell im 300-Kelvin-Bereich in Proof-of-Principle-Experimenten realisiert, zusammen mit einer Arbeitsgruppe in Israel. Also das kann man wirklich tun, auch gleich in den Zellkern angewendet. Hier wollte ich diese Sachen nicht zeigen, die Ergebnisse, aber ich wollte zeigen, wenn man Lokalisationsmikroskopie, wir nannten das SPDM, Spectral Precision Distance Microscopy, mit photostabilen Fluorophoren durchführt, dann
wenn man genügend von der Sorte hat, zum Beispiel 30 verschiedene spektrale Signaturen, dann kann man Strukturen auflösen. Hier eine so aufgelöste Struktur bei stochastischer Bindung und hier konventionelle Auflösung derselben Struktur. Also, das kann man machen und diese Methoden sind in jüngster Zeit immer wichtiger geworden, aber bei diesem historischen Rückblick wollte ich darauf jetzt nicht weiter eingehen, sondern auf eines der damals existierenden Hauptprobleme, und zwar die experimentelle Realisierung der großen Zahl von spektralen Markierungen, die für die Aufnahme von Bildern von Nanostrukturen durch Lokalisationsmikroskopie nötig ist, die ergab sich als ein großes Problem. Hier sehen wir den Boss, den Vorsitzenden der Exzellenzkommission. Wir haben damals vor 14 Jahren einen 10-Millionen-Dollar-Antrag ans NIH gestellt und der wurde genau aus diesen Gründen knapp abgelehnt. Das war natürlich traurig, aber einer von meinen damaligen Kollegen, der hatte gleichzeitig 2006 eine Idee, wie man es anders machen könnte, nämlich nacheinander pro Aeridisc immer nur ein einzelnes Molekül abbilden und die anderen im Dunkeln lassen, indem die Moleküle zum stochastischen Blinken gebracht werden. Erste Proof-of-Principle-Experimente dazu mit Quantum Dots wurden von Littke aus der Arbeitsgruppe meines ehemaligen Doktoranden Rainer Heinzmann, jetzigen Kollegen, durchgeführt und im September 2005 publiziert. In dieser Arbeit hieß er auch schon darauf hin, wie man das bei biologischen Präparaten macht. Und diese experimentelle Realisierung, die erfolgte aber sehr kurze Zeit später, Publikation im Sommer 2006 durch die Arbeitsgruppe von Erik Betzig. Meine Kooperation in Maine war wenige Monate später mit der gleichen Sache, aber hier gilt wie bei den Olympischen Spielen, wer es zuerst schafft, ist Sieger. Und Erik Betzig bekam dafür ebenfalls 2014 den Nobelpreis für Chemie. So, aber wir haben dafür was anderes gemacht, was auch sehr nützlich ist, nämlich für die ganzen medizinischen Anwendungen wo ist die von Betzig entwickelte Methode fast nicht brauchbar. Da braucht man Standardfluorophore und wir fanden einen Weg, um einzelne Standardfluorophore in diesen Blinking-Modus zu versetzen. Wir haben herausgefunden, dass es nicht nur einen sogenannten Dunkelzustand gibt, sondern zwei. Einen neben dem irreversiblen Dunkelzustand gibt es auch einen reversiblen Dunkelzustand. Und durch geeignete Shiften zwischen den verschiedenen Zuständen ist es möglich, diese Blinking-basierte, superauflösende Lokalisationsmikroskopie zu realisieren unter der Verwendung von nur einer Laserwellenlänge pro Farbstoff. Und das hat die ganze Sache ungeheuer vereinfacht. Und hier sehen Sie ein solches minimales laseroptisches System für Lokalisationsmikroskopie mit blinkenden Fluorophoren, publiziert im Frühjahr 2008. Wir brauchen eigentlich nur noch eine gute Lichtquelle. Wir brauchen eine gute Kamera, natürlich auch ein bisschen Computerpower, weil in Wirklichkeit ein Bild aus vielen Tausenden zusammengesetzt ist. Wir brauchen hier ein Objektiv und damals, das war der springende Punkt, wir brauchen noch eine 5-Euro-Fokussierlinse, um die Intensität in der Bestrahlungsregion entsprechend anpassen zu können. Und hier sehen Sie ein Beispiel, wie die Sache funktioniert. Das ist ein neues, das ist ein DNA-Farbstoff für den Zellkern. Und ich erläutere nur kurz, wie es geht. Zunächst mal bestrahlen wir das mit einer niedrigen Intensität, diese Zelle. Dann flickert es so ein bisschen. Das führt zu einer Auflösung von etwa 100 Nanometer, aber wir wollen ja besser sein. Und wenn wir jetzt die Laserintensität
noch erhöhen, so in den Kilowatt pro Quadratzentimeter Bereich, dann wird plötzlich alles überstrahlt, die Fluoreszenz geht in die Sättigung, dann wird es dunkel und dann kommen einzelne molekulare Supernovae hervor. So, ja, funktioniert. Sie sehen es blinken, jetzt saturiert, jetzt wird es dunkel und dann kommen hier einzelne molekulare Supernovae-Blitze hervor. Hier messen wir das Signal oberhalb des Backgrounds in Tausenden von Frames und in jedem Frame nehmen wir die Position der da optisch isolierten einzelnen Moleküle mit Nanometer Genauigkeit auf und rechts werden dann alle diese Positionen in eine gemeinsame Lokalisationskarte eingetragen. Hier die Nummer, die Anzahl der Frames und in diesem Falle zum Beispiel nach 25.000 Frames bekommen wir ein hochaufgelöstes Bild der Genomstruktur hier im Zellkern im Vergleich zur konventionellen Mikroskopie. So, hier heute machen wir das natürlich mit einer Reihe von Farbstoffen. Das ist eines unserer heutigen Geräte, nur als Beispiel. Und hier koppeln wir eine ganze Reihe von Laserwellenlängen ein, je nach den Farbstoffen, die wir da verwenden. Wir haben auch dann die Sache weitergeführt, um eine erhöhte Auflösung auch in drei Dimensionen zu realisieren. Das ist unser neuester Aufbau hierzu. Und dieses Gerät hat eine Auflösung in Zellkernen von etwa einem 30. Wellenlänge lateral und einem 1/10 Wellenlänge axial. Das bedeutet 20 Nanometer lateral und etwa 50 Nanometer axial Einzelmolekülauflösung im Zellkern. Hier zeige ich ein paar Beispiele jetzt im Folgenden, was man damit machen kann. Und zunächst einmal fange ich mit einer Krebszelle an, Knochenmarkskrebszelle, wo zwei Proteinsorten im Zellkern gefärbt wurden. Und das ist konventionelle Mikroskopie bei bester Auflösung. Und das ist sehr gut geeignet für den Heidelberger Kunstverein. Aber viel wissenschaftliche Information ist da nicht zu kriegen. Wenn man aber jetzt diese Einzelmolekül-Lokalisationsmikroskopie anwendet, dann können wir die roten und grünen Proteine einzeln voneinander trennen. Wir können hineinzoomen und wir können auf die Einzelmolekülebene in dem Zellkern gehen. Und dieses Bild führt seit 8 Jahren die Google-Bilderliste zur superauflösenden Lichtmikroskopie an. Und wenn man jetzt nur eine Farbe zur Verfügung hätte, so wie das ursprünglich war, bei den ursprünglichen Arbeiten, dann sieht man, man bekommt zwar super Auflösung, aber die biologische Information ist praktisch null. Also das Blinken und die Farben gehören ganz eng zusammen, um biologische und biophysikalische Aussagen zu gewinnen. Hier möchte ich Ihnen ein neueres Bild zeigen bei einer anderen Krebszelle. Und zwar zeigt das die DNA-Dichte-Verteilung in einer bestimmten Ebene. Die Berge stellen die Zonen hoher DNA-Dichte dar, die Täler diejenigen niedriger DNA-Dichte. Wir bekommen sowas wie eine zelluläre Nanoschweiz, bis zu 27.000 DNA-Stellen pro Quadratmikrometer konnten wir unterscheiden. Das ist mindestens 1000-mal so viel als mit konventioneller Mikroskopie möglich. Jetzt kann man natürlich auch etwas damit tun, um eine lange Story kurz zu machen. In den Tälern befinden sich die Orte der Genablesung, der Genverdopplung, der Reparatur und so weiter. Also in den Zonen niedriger DNA-Dichte. Das heißt, diese räumliche Struktur ist von großer funktioneller Bedeutung und das ist also ein Hauptthema auch der gegenwärtigen Forschung. Aber ich möchte von all den vielen Beispielen, die wir haben, eines zeigen und zwar eine Anwendung in der Erforschung von Herzinfarkt und Schlaganfall. Das sind in Deutschland ungefähr 160.000 Todesfälle pro Jahr.
und ungefähr fast zwei Drittel aller Todesfälle weltweit gehen auf dieses Konto. Also ein wichtiges Problem, was mehr oder weniger uns alle angeht. Nun, hier haben wir eine normale Herzmuskelzelle der Maus bei normalem Sauerstoffgehalt und in Purpur wird die DNA gezeigt mit dieser Lokalisationsmikroskopie und in Blau, das sind die Orte aktiver Gene. Und wenn wir hier das ein bisschen weiter aufblasen, diesen Insert, dann sehen wir, hier haben wir die dichten DNA-Zonen und in den Tälern befinden sich die aktiven Gene. Wo es schwarz ist, ist der DNA-Gehalt niedrig. Wenn wir jetzt dasselbe Region mit konventioneller Mikroskopie angucken, dann sehen wir das. Das heißt, wir sehen wiederum, wir gehen hier von konventioneller zu molekularer und umgekehrt. Das ist also ein ungeheurer Fortschritt in der Auflösung. Und da wir ja die Einzelmolekülpositionen haben, können wir auch jede Menge von quantitativer Auswertung machen, genauso wie bei den Sternpositionen in der Astrophysik. Aus Zeitmangel kann ich Ihnen das leider nicht zeigen. Hier haben wir eine Herzmuskelzelle bei reduziertem Sauerstoffgehalt, wie es bei Herzinfarkt und Schlaganfall passiert. Und Sie sehen, dass die Genom-Nanostruktur sich ganz, ganz drastisch geändert hat. Hier wieder ein Insert, das ist normaler Sauerstoffgehalt, das ist reduzierter Sauerstoffgehalt. Auch die Genaktivität ist ganz drastisch reduziert. Zum ersten Mal können wir diese Veränderungen mit hoher Auflösung, Einzelmolekülauflösung verfolgen. Bei Wiederherstellung des normalen Sauerstoffgehalts wird die normale Nanostruktur ebenfalls wieder weitgehend hergestellt. Das heißt, wir haben es zu einem gewissen Teil mit reversiblen Änderungen der Genom-Nanostruktur zu tun. Und es wäre jetzt natürlich sehr schön, wenn wir diese Methoden ausnutzen könnten, um neue Arzneimittel zu entwickeln, die die Genom-Nanostruktur in geeigneter Weise beeinflussen. Nun, zurück zur Physik. Die Probleme bisheriger superauflösender Mikroskopie sind, wir haben kleine Gesichtsfelder, ungefähr 100 Mikrometer Durchmesser, meistens weniger. Wir haben einen kleinen Arbeitsabstand, ungefähr 200 Mikrometer. Wir haben eine hohe Bestrahlungsintensitäten, das bedeutet zum Beispiel hohe Phototoxizität von 1 bis 10 Kilowatt pro Quadratzentimeter. Und bei STET-Mikroskopie können es auch Gigawatt pro Quadratzentimeter werden, Quadratzentimeter werden. Eine Lösung dieses Problems ist die strukturierte Beleuchtungsmikroskopie. Und wie funktioniert die? Die strukturierte Beleuchtung benutzt normalerweise die Interferenz zwischen zwei Strahlen, um ein sinusoidales Muster in dem Bestrahlungsfeld zu erzeugen. Wir waren so glücklich, die Ersten zu sein, die diese Sache ausgeführt haben, Rainer Heinzmann, und das wurde auch entsprechend hier durch diese Kommission hier gewürdigt. So, wie funktioniert das? Hier ein modernes Beispiel unseres gegenwärtigen Gerätes dazu. Wir haben hier einen Laserstrahl, wir können Vielfachanregungen machen und wir benutzen ein Interferometer, um diese zwei Strahlen mit fester Phasenbeziehung zu regenerieren und dann durch das Objektiv dieses Muster in der Objektebene zu erzeugen. Und dann wird die angeregte Fluoreszenz wird dann im Fluoreszenzstrahlengang durch eine Kamera aufgenommen. Die Theorie ist einigermaßen komplex. Ich möchte darauf hier verzichten. Quintessenz ist, bei linearer Anregung können wir die Auflösung um den Faktor 2 in jeder Richtung verbessern. Das bedeutet Volumenauflösung fast um den Faktor 10 verändert, also 8 genau. Und außerdem hat es einen sehr viel besseren Kontrast.
Hier nur ein Beispiel aus unserer Zusammenarbeit mit der Heidelberger Augenklinik. Und das hier sind Proteinablagerungen im lebenden menschlichen Retina-Gewebe. Und wenn wir hier den Film, dann sehen Sie, wie, obwohl die trotz dieser strukturierten Beleuchtung hier diese Zellen noch sich durchaus bewegen können. Das heißt, wir können auch in vivo Aufnahmen damit machen. Nun, wir haben das weiter ausgebaut. Das ist ein neu anderes Gerät, wo wir diese Methoden tatsächlich in Patienten auch anwenden können. Und hier ist das Gerät, es beruht auf genau den gleichen Prinzipien. Wir produzieren eine strukturierte Beleuchtung, hier mit einer LCD gemacht. Und dann nehmen wir das Bild auf. Hier, das ist ein Beispiel an einem Modellauge. Und die Auflösung ist ganz deutlich besser als mit konventioneller Methoden. Und der Kontrast ist um ein Vielfaches besser. Und mit adaptiver Optik sollte es möglich sein, eine Auflösung der Retina im Auge des Patienten zu erreichen, wie sie bisher noch niemals erreicht worden ist. Aber ich möchte schließen mit einer im Augenblick konzeptuellen Arbeit. Wie soll es weitergehen? Es wäre sehr wünschenswert, wenn man den Arbeitsabstand und die Auflösung noch wesentlich weiter steigern könnte. Und da ist mit Linsensystemen wenig zu machen. Wir haben uns daher überlegt, ob es möglich wäre, ein linsenfreies, superauflösendes Lichtmikroskop zu bauen. Hier eine der möglichen Ausführungen für fokussierte Nanoskopie. Und die Idee ist, so wie in der Astronomie, eine Distributed Aperture Illumination vorzunehmen. Also wir haben eine Reihe von Lichtquellen mit kollimierten Laserstrahlen bekannter Phasenbeziehung und die vereinigen sich im Fokus. Und die Idee ging ursprünglich aus von der 4P-Mikroskopie-Idee von vor 40 Jahren, aber diesmal mit einzelnen numerischen Rechnungen. Dies ist das Ergebnis extensiver numerischer Rechnungen. Diese 4P-Distributed Aperture-Mikroskopie sollte es erlauben, aus einer beliebigen Entfernung noch einen Fokusdurchmesser von 140 Nanometer zu produzieren, in diesem Falle bei 488 Nanometer. Das wäre also etwa 300 Mal größer als bei bisheriger superauflösender Mikroskopie. Und man könnte hier sogar den STET-Modus implementieren. Das zeigen die numerischen Simulationen. Und das würde bedeuten, dass die 3D-Auflösung eines solchen Systems, angenommener Arbeitsabstand 5 cm zu 3D-Auflösung bei gleichem Arbeitsabstand im Beobachtungsvolumen eine Verbesserung von ungefähr dem Faktor 10 hoch 4 bringen sollten. Das heißt, eine unvergleichbare große Auflösung. Und das wäre natürlich ganz interessant. Da könnte man Superauflösung von Regionen in ganzen Geweben machen, zum Beispiel im Gehirn, sich jedes einzelne Neuron angucken und seine Synapsen und Axone. Aber es wäre auch sehr interessant als Anwendung in den Materialwissenschaften, weil man diese schrecklichen kleinen Arbeitsabstände und so weiter da vermeiden könnte. Also zusammenfassend, 2700 Jahre Verbesserung der optischen Auflösung. Es ging los, so zur Zeit der Assyrer mit Lupen, etwa 20 Mikrometer Auflösung, vor rund 350 Jahren die ersten Mikroskope mit, sagen wir mal, 5 Mikrometer. Ein großer Fortschritt im 19. Jahrhundert mit den achromatischen Mikroskopen, 1 Mikrometer. Dann kamen Zeiss, Abbe, Leitz und so weiter mit ihren Hochleistungsmikroskopen etwa 200 Nanometer. Und dann nahm man an, das sei das fundamentale Limit. Aber es ging weiter. Und in den letzten 20 Jahren wurden eine ganze Reihe von nicht-optischen Nanoskopie-Methoden
konzipiert und entwickelt, 4P, State Localization, Structured Illumination und so weiter. Und der Weltrekordinhaber bei der Auflösung ist das Labor des Physikers und Nobelpreisträgers Steve Chu in Berkeley. Der hat ungefähr 1 Nanometer optische Auflösung bei gleichartigen Molekülen geschafft. Das wäre also das Limit, was möglich wäre. Die allgemeinen Perspektiven hat sehr schön die Schwedische Akademie der Wissenschaften genannt. This development is expected to revolutionize biology and medicine. Das gilt natürlich für das Spektrum der verschiedenen superauflösenden Methoden, je nach Anwendungsgebiet. Das Gebiet ist auch technisch in voller weiterer Entwicklung. Darum möchte ich schließen mit einem schönen Satz, den ein Liebhaber und Pionier der Optik vor 200 Jahren gesagt hat: Wäre die Natur in ihren leblosen Anfängen nicht so gründlich stereometrisch, wie wollte sie zuletzt zum unberechenbaren und unermesslichen Leben gelangen? Und ich glaube sehr, dass superauflösende Lichtmikroskopie-Methoden Wesentliches beitragen können zum Verständnis der Emergenz komplexer biologischer Systeme aus fundamentalen Gesetzen. Damit möchte ich meinem jetzigen Labor sehr danken und natürlich meinen Kooperationspartnern, vor allem an allererster Stelle meinem Bruder Thomas Krämer und seiner Frau Stefan Dietmar in der Ophthalmologie und vielen, vielen anderen, Michael Hausmann, Dieter Hermann, und für viele Jahre Zusammenarbeit natürlich auch Stefan Hell, Göttingen, Heidelberg. Und Ihnen allen möchte ich sehr, sehr herzlich danken fürs Zuhören. Und dann möchte ich auch sehr danken der Künstlerin für die schönen Bilder, die Sache hoffentlich auch etwas illustriert haben. Vielen Dank und Fragen bitte.